the pirate ship. Back on board of a tall ship, a 3-mast, 400-ton sail ship. This ship inhabits other ghosts. It's not just a tall ship, no. It's the ship from my friend Ronnie. Ronnie the pirate. Captain and freethinker. Wonderful spirit. I'm diving into his raw, profound, and weird way of living. A way that I am very familiar with. But on a tall ship, elements are rougher. So you are. Guten Nachmittag, Herr, ladies and gentlemen. Sally, yes. Grüße! What on that is, we work against plastic in the ocean, obviously, so we do the best we can to collect the maximum of plastic out of the ocean. Hard. So what's the technique? Spend a year in the harbor and go ripping along exactly. Ja, ne? Ja, ich sag dir's. Es ist nicht einfach, aber einfach hat es eben. Es ist jetzt so, mit Buona Onda sind wir vor einem Jahr in Portugal angekommen. Und dann sind wir aufgrund von Problemen in der Administration sind wir jetzt seit einem Jahr hier in Culantra mehr oder weniger verhaftet gewesen. Und das Schiff eigentlich konstant am Anker müssen lassen. Und da wir hier in einem Fischerrevier sind, hat das ein Problem gebracht. Also gestern haben wir das erste Mal ein Ankermanöver machen. Nach fast einem Jahr haben wir herausgefunden, dass wir dort ein komplettes Fischernetz um die Ankerkette herumgeleiert haben. Also hat sich die ganze Kette zu einem Krungeli zusammen verzogen. Mit dem Anker drumherum auch noch. Und das ist wirklich das Schlimmste, was da passieren kann. Das ist jetzt, gestern haben wir das spontan herausgefunden. Es ist etwas, was alltag passiert, etwas, was wir noch nie vorher gemacht haben. Und das ist schon etwas, wo wir. Das Zeug entwirren. Es ist wirklich, wir mussten zuerst das Fischernetz aufschneiden, um überhaupt zu sehen, was drunter, wie das aussieht. Und dann haben wir das dritte Hoch um einen Anker herum und einen auf dem Schiff haben wir dann das vierte Hoch. Ausprobiert, jedes Küchenmesser ausprobiert, für das Fischernetz zu schneiden. Und dann haben wir endlich losgegangen. Das ist jetzt im Dingi, kann man dir vielleicht schnell zeigen. Und dann haben wir gesehen, dass es eine riesige Katastrophe ist mit dieser Kette. Also ich hatte die Nacht Albträume gehabt. Und das ist ein bisschen scheiße. Und jetzt probieren wir weiter, die Kette wieder frei zu bekommen. Das knurscht, das Chaos zu lösen. Weil sonst, wir können die Kette wieder reinziehen. Noch sonst irgendetwas. Also wir stehen jetzt einfach im Moment blockiert hier. In einer Ausnahmesituation. Wenn jetzt der Wind würde zunehmen würde, hätten wir ein Problem. Darum im Moment, ist das gerade eine weitere Task auf dieser Liste. Dass wir hier jetzt ein Jahr vor Anker sind gelegen, das hat wirklich weitreichende Konsequenzen gehabt. Emotionell, weil es ist einfach, wenn hier gut ist, hier ist scheiße, dann sind wir jetzt hier. Okay? Also außerhalb vom Scale. Oder? Aber das Gleiche mit einem Lächeln machen und das Käffchen raus und jetzt nicht durchdrehen, das ist eben dort, voilà, die Aufgabe von einem Captain. Weil eben, es ist jetzt einfach so. Es ist einfach Chaos. Und gleich nicht, weil wir sind auch eben dran, ein Problem zu lösen. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr gefällt und darum mache ich das eigentlich. Oder als spiritueller Mensch, wie ich bin,
habe ich das mit der Möwe diskutiert und die Möwe gesagt, lass jetzt gehen. Da musst du einfach durch. Und darum eben, machen wir es jetzt einfach, oder? Es geht wirklich. Das ist Abenteuer. Abenteuer ist eine schlechte Planung. Auch das Problem hätte man sicher vermeiden können, wenn man. Eben, wenn man nicht ein Jahr lang am gleichen Ankerplatz hängt. Ja, ne? Darum eben, schlürfen wir das Käferchen. Und gehen in uns. Wir meditieren, was die richtige Lösung wird sein. Und im Moment ist es Kaffee trinken, Reis kochen. Und in Social Media rennen. Stepping on board of this ship is something from another world. It's really hard to describe the feelings that I have when I'm approaching this ship, when I come close to it and put the first step on it. There is a magic on this steel boat, a magic that inhabits that boat. The captain is a very special person. Very unique approach on life, on this rough environment that we have, with so much love. Straight in the hole? It doesn't matter.